Ein Sieg in Call of Duty Warzone Solos mit jeder einzelnen Waffe, die in diesem Spiel vorhanden sind. 164 Wins mit unterschiedlichen Waffen. FIFA Kill Visuals, der auch bekannt dadurch wurde, also vorher war er schon groß bekannt, aber vor allem auch große Reichweite dadurch generiert hat, dass er das 100.000 Dollar World Series of Warzone NA Finale gewonnen hat, hat sich zum Ende von Warzone was wirklich Geisteskrankes ausgedacht, was nur die besten Spieler der Welt schaffen würden. Er möchte mit jeder einzelnen Waffe, die es in Warzone gibt, einen Win in den Solos erreichen. Und da will er auch wirklich nur mit den Waffen spielen. Es ist wirklich heftig. Das ist sein COD-Tracker aktuell. Schaut mal, wie viele Wins er holt. Gerade ist er auch live, wo ich das Video aufnehme. Und da hat er bereits 93 von 164 Wins mit den Waffen geholt. Es ist wirklich komplett geistesgestört. Mit jeder einzelnen Waffe und mit am schwierigsten sind natürlich die Pistolen. Und wir werden uns jetzt gleich aber mal ein AMP-Gameplay anschauen. Da hat er 16 Kills im ersten Versuch geholt. Hier könnt ihr euch das Ganze mal reinziehen auf seinem Twitch-Kanal, Ausrufezeichen Progress in den Chat eingeben. Ich verstelle mal ganz kurz meine Facecam hier hin. Er hat schon fast alle ARs, eine Shotgun hat er gemacht, LMGs hat er schon, Tactic Rifles, Marksman Rifles, auf die DMR, hat er die DMR schon? M1 Garand und so, das wird bodenlos teilweise. Also richtig, richtig spannend, kommt auch sehr gut an bei ihm, er hat sehr viele Zuschauer, checkt das gerne mal ab, Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ich gerade das Video hier mache, dann bin ich auch live in meinem Level 1000 24-Stunden-Stream. Ja, ich versuche noch Level 1000 zu erreichen bis Warzone 2 bzw. bis MW2, damit ich dann noch MW2 zocken kann. Gibt auch eine Wette zusammen mit Zuschauern. Mein Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt oder twitch.tv/dieserkingphil. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch auf andere Runden von ihm reagieren soll. Er hat sich dann noch extra, ihr seht es hier, als James Bond verkleidet. Lizenz zum Töten, weil er die ganzen Tag mit Pistols gespielt hat, insgesamt 6 Stunden. Und ich bin richtig hyped jetzt auf die Runde, vor allem überleg mal, Alter. 16 Kills mit der AMP. Ich bin gespannt, wie er spielt. Da hat sie ja noch 55. Ist richtig geil, wenn man irgendwie was hat, auf das man grinden kann, actually, I guess. Kommt so gut an, 6400 Subs auch. Ich habe dabei meinen Kaffee, ich hoffe, es ist okay für euch. Ich habe gerade eben eine fette Gains-Bowl gehabt mit Reis, Gemüse und Hähnchen. Wichtig und richtig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der das spielt. Also ich denke mal, dass, also bis zum Loadout wird er wahrscheinlich mit normalen Waffen spielen dürfen, weil sonst ja Quatsch. Wie bei so einer Loadout-Challenge halt. Und sobald er dann einmal, glaube ich, höchstwahrscheinlich seinen Loadout hatte, darf er nur noch Kills mit dem Loadout machen. Also er dürfte jetzt zum Beispiel nicht Loadout nehmen, sterben und dann die Runde normal mit Bodenloot weiterspielen oder so. So, jetzt bin ich gespannt. Ab jetzt darf er, glaube ich, nicht mehr Bodenwaffen spielen. Hat die AMP hier auch? Ist es Action Arms, ne? I need plates. I need plates ASAP. Give it to me. Yeah, baby. Oh, there we go. Now I got some plates. Ist auch 21 geworden, sehe ich da die Balance im Hintergrund. Alles gut nachträglich an der Stelle. Lass du gerne positive Wertung da. Kostenloses Abo für Daily Warzone Content. Würde mich sehr, sehr freuen. Gegner treffen nicht. Schade da. Boy got the license to kill and I'm not afraid to use it, brother. Okay. You better back up. By the way, ich habe so eine fette Wunde an you der Zunge. You better back up if you ain't ready for the smoke, boy. Und bei jedem Satz, den ich sage, ratscht die Wunde über die Zähne. Übertrieben geil. Deswegen versuche ich eigentlich immer ein bisschen zu lispeln. nee, tut wirklich höllisch weh. Übel nice. Liebe Grüße da. Bock wirklich komplett. Ich hasse diesen Sprung, aber den macht er überragend. Ich kenne die Sets der AMP gar nicht. War mal eine Zeit lang absolute Meta-Secondary. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Genau, für viel Geld. So mache ich das mit dem Level 1000 Grind auch immer. Was er jetzt aber auch braucht. Jawohl, sehr schön. Boah, sogar ein bisschen knapp, aber kriegt er hin. Easy. Destroy the truck, finish my scav, get the money for the scav, get the money from the truck, be rich as shoot, buy another loadout and win the game. Okay, das ist dein Plan. Er hat jetzt sehr viel Geld. Ich glaube, im Konvoi sind 35k, actually. Der Ballon ist auch sehr wichtig, ist ihm egal, nimmt er nicht mit. Good plan. W plan. Ich finde die Challenge richtig, richtig nice. Er lässt das Geld dann noch einfach kurz liegen, ist in Ordnung. Then frag out the lobby with a pistol, because I'm a demon. Because I'm a demon.
schade da. Ärgerlich. Nochmal kurz durchs Gate gegangen. Falls er dann wiederkommt. Oh mein Gott. $56.000. Oder wie Chris sagt, ein Starting Soon von ihm. Schon wieder angeschossen. Oh, oh, oh. Er braucht seine Perks jetzt noch, ne? Also, die Challenge ist jetzt irgendwie ohne Schlaf. Also, er kann so oft schlafen, wie er möchte. Hauptsache, er schafft 2002. Aber. Wann habt ihr das letzte Mal 55 Wins geholt, Alter? Oder jetzt fast 100 schon, ne? Man sieht leider seine Perks jetzt gerade nicht. Kauft jetzt verbesserte. Noch ein Loadout? Alright, let's go. Let's go, chat. Was hat er jetzt? The name's Kill. Eva Kill. Ah, spielt Overkill. Okay, mhm. Okay, makes sense. Let's go, chat. Das ist richtig smart. Er spielt eine Long-Range-AMP und eine Short-Range-AMP. Hey, das ist also so obvious, aber auch so gut eigentlich. Mit einer kann er jetzt reinrushen, mit der anderen kann er so Mid-Range spielen. Irgendein Kekko hat da die Nebula 5-Bomb gezündet. Diese Stimme. Wieso haben die diese Stimme einfach nicht übernommen? Es ist immer noch dieser Spanier, der da spricht oder so. Give me Recon! Anstatt dass es so die Saw-Stimme wäre, wie gruselig wäre das? Give me UAV! Mit jeder anderen Waffe hättest du den geholt. Und Ammo-Box hat er natürlich mitgenommen, weil er natürlich Munitionsproblem haben wird. Und einfach so einer Challenge droppt er dann 16 Kills, weil er Bock drauf hat. Und er, weil er James Bond ist. Alright, we're frying a little bit, chat. We're frying a little bit. Go, let's go. Was ist das für eine Monitorwerbung eigentlich? AG.com. Okay. Ich wüsste. $22.000 auch noch am Start. Ich bin übrigens gerade aktuell Level 462 oder so. Also da ist noch wirklich ein ganz schön langer Weg bis Level 1000. Deswegen machen wir die 24er. Aber so eine Challenge hätte ich halt auch Bock drauf, ne? Oh man, when you want to be a streamer but still end up wearing a suit to work. Hey bro, I see no problems here. Wearing a suit's kind of fucking lit, I'm not gonna lie. Manu hat Win mit jeder Primärwaffe, glaube ich, gemacht, ne? Glaubt ihr? John Wick or something. Ich glaube, ich würde wenigstens mit jeder AR würde ich einen Win schaffen, actually. Oder? Wie schätzt du mich ein? Überschätze ich mich? Sagen wir mit zweimal schlafen, Win mit jeder AR. Als mittelguter Spieler, würde ich mich da sehen? Sag. Es ist nicht mehr so lange, ne? Ey, wir haben schon Mitte Oktober, 16. November, in 4 Wochen kommt Warzone 2. Es passiert so schnell alles. Ich bin sehr aufgeregt. Sehr, sehr aufgeregt. Munikiste noch. Und dann Feierabend. Er geht halt auch einfach offensiv rein, ne? What the? Yo, Dark Matter, thank you for the 7 months, man. Bruh. Bruh. What you call James Bond taking a bath? Bubble 07. That's not funny, bro. I'm an international spy. With a license to kill, bro. Why are you making Bubble Bath jokes about me? Miss me with that. I think he has den Skin an, weil das der einzige Skin ist, der einen Anzug anhat, ne? Oh, ist kein James Bond Operator. Das ist so das Obvieste, was es eigentlich gibt. Aber damit werden sie ja wahrscheinlich bald anfangen, ne? So Fußballspieler oder so ins Spiel bringen. Oh.
Jetzt muss er warten. Der war One Shot, okay. Hat auf jeden Fall auffüllen. Ein Shot nur connected. Nach einer scheiß Position geht das in den High Ground. Da war smart zu Ende gespielt. Deswegen Prez sich auch echt mal wichtig für sowas. Hat gesehen, dass es ein Sweat ist und disengage jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. We're doing good, chat, we're doing good. Nearly das sollte man auch echt. Sollte man viel öfter machen. Wirklich. Viel öfter auch einfach mal nicht Ego-Challen, sondern so smart dann vielleicht später im Game nochmal gegen die Person kämpfen. So, wisst ihr, was ich meine? ...6400 Subs. Der Mann kommt um die Runden. Um die Runden? Kommt über die Runden. So, was wird er sich jetzt nochmal? Hat immer eine Munibox geholt? Spiel mit Claymore oder hat die aus Versehen aufgenommen? Nimm das Bounty jetzt noch an, damit er ein bisschen Informationen über die Gegner bekommt. Oh, dude, I'm fucking 5'2", Jesus Christ. Ich glaube, er hätte ja noch geschafft, oder? ...20 Sensi-Movement. Let's go. Chat, how many guns did I finish on yesterday? 50? Ah, er hätte es nicht geschafft, weil das Dings da weg ist, ne? 50 and we're on what today? 55? Yeah, 55. Nice. 5 guns today. That's not bad. We're flying a little bit. Müssen eigentlich nochmal die Reaction anschauen von seinem Win. So geil gewesen. Als er die 100.000 Dollar gewonnen hat. Die er niemals sehen wird. Schade da. Spaß. Ich finde sein Zimmer ist so kultig auch schon irgendwie, ne? Kultig. Naja, scheiß drauf. Geht jetzt hier in Deckung. Lol, also das so eine Reichweite hat die AMP. Krass. Dass man alles erreichen kann in dem Spiel, wenn man aimen kann und Movement hat und smart ist auch. Junge, Junge. Eliminated. Moving. Boss with the pistol, baby. Come on now. Wirklich krass. 6 Kills, der Mann. Ah, er hat eine Waffe scheinbar vergessen, deswegen 140. Stell dich mal vor, so kurz vor Warzone 2 bringen die einfach nochmal, um zu ärgern, so eine zweite Waffe noch mit rein. Da muss man einfach noch eine holen. Unkorrekt. Nein, 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 nein. Landet im High Ground, macht er stark. 8 Schuss noch. Mit dem letzten knockt er ihn. Wäre ich ausgetickt, wäre ich der Gegner gewesen. Und jetzt muss er die Munibox langsam. Ne, muss er doch nicht, hab ich es gesagt. Alright, let's go chat. We're frying a little bit. Frying a little bit. Man kann aber auch nicht so lucky sein, ne? Wirklich Gott auf seiner Seite. Jesus und sein Bruder Gott auf seiner Seite. Waren Brüder, ne? Weiß man. Nein! Der Endgegner. Er hat sich selber gestunt, oder? Oh oh. Oh oh. Nein, der Endgegner-Schildspieler, es ist wirklich schlimm. Ganz schlimm ist ja, wenn die Schildspieler dann noch so eine eklige Secondary spielen, ne? Also wirklich so eine XM4 oder so. Er muss auch noch mit Schild eine... Aber es ist echt... Ich glaube, es ist wirklich so schwer. Ja, ja, ja. Schnell durchziehen, weitermachen. Und den kümmert er sich später im Game dann. Wenn wir meinen. Direkt am Shop. Pusht er den jetzt? Finde ich krass. Wow, what in the
frick? Yo, sweaty meat. Thank you for the 2 months, bro. Welcome back, go. Ich habe übrigens 2 Stunden Muay Thai Training. James Holmes lost Nemesis, the Riot Shield Rat. Yo, dead ass though. Und ich habe um 14 Uhr eine fette Portion von diesem Reis mit Hähnchen gegessen und das liegt mir so schwer am Magen. Ich sag einfach mal so. General Smokes, thank you for the Prime Sub. Welcome back, baby. Oh, welcome in general. Ich hoffe gerade wirklich, dass der Kaffee seinen Job erfüllt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Im Notfall trinke ich gleich noch einen. Das muss raus. Feucht, weil sonst kotze ich den da wirklich ins Gesicht. Normalerweise trainiere ich eher auf leeren Magen. Aber ich finde es mal, also ich bin so um 21 Uhr zu Hause. Interessiert wahrscheinlich gerade keine, aber ich dachte mir, jetzt ist es noch ganz kurz, wir haben ja gerade Zeit. Und wenn ich dann um 21 Uhr noch voll viel esse, also so richtig viel, vor allem jetzt nicht eine Pizza, sondern so ein großes Volumen an Reis, Gemüse und so weiter und so fort. Bro, da kannst du dich aber auch von einem guten Schlaf wirklich verabschieden. Oh, schon wieder ist dran. Jeder spielt es dann letzte Zeit. Das ist schrecklich. Aber das hat er gut antizipiert. Ach du Scheiße. Er pusht nicht, ist ihm egal. Guck mal, da hat er auch nicht gepanickt. Er hat erstmal gewartet, was der Gegner macht. Und jetzt disengaged er wieder. Wisst ihr, was das ist? Das ist feige, nein, Schatz. Das ist einfach smart gespielt. Mit Köpfchen. Bin ich aber gespannt, wie das Late Game spielt. Ich habe jetzt auch schon einen Clip gesehen, wo er Sniper spielt. Und da hat er dann auch ein bisschen so ein kleines Cosplay gemacht und hat dann so einen Tarnanzug halt an. Also er geht da richtig kreativ auf, finde ich sehr, sehr lustig. Ein bisschen wie die Hand of Blood. Hand of Blood? Wer ist denn Blood? Hand of Blood. Let's Plays. Viele fragen halt auch immer mal wieder, was die so an ihrem Solo-Gameplay verbessern können. Also ich weiß, ich habe auf Verdansk mal einen Solo-Guide hochgeladen. Man muss jetzt sagen, auf Caldera lohnt sich das nicht mehr für die letzten 3-4 Wochen. Aber im Prinzip ist es wirklich einfach, ne? Also du landest, kriegst du deinen Ground-Dude erstmal, also deinen... Also schade da. Oh. Ups. Yeah, Chad, call it Skyfall, bro. Skyfall, nein. Und er haut also wirklich viel mit Aufdringen noch arbeiten. Nein, er geht wirklich runter. Lol. Lol. Nein, was ein Idiot. Aufträge, Gegner handeln ein bisschen. Ja, aber auch nicht blind über die Map Let laufen. The sky fall. I just got humbled. Sei. Enemy UAV active. Wie viele Aufträge hat er gemacht? Er hat auch so viele EP, ne? Yeah, I think so, Tux. I blocked that guy though. Even with a pistol is too easy for you. To be fair, this is one of the better pistols. The yeah. Mark II Carbine and the EBR both took me like an hour and a half, 2 hours each. Ich hab, er hat auch, also ich hatte auch überlegt, ob ich auf die 1911er Cold War Pistol, auf den 1911er Cold War Pistol Win reagiere. Da hat er nämlich 8 Attempts gebaut, also 8 Versuche, aber hat halt nur 4 Kills gemacht und sehr defensiv gespielt. Und ich dachte mir für die erste Reaction, ist das vielleicht nicht so nice. Aber wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir haben jetzt noch einiges an Content, worauf wir reagieren können. Also auf den letzten Win werde ich mit Sicherheit dann auch eine Reaction raushauen. Easy. Bombs. UAV is out of fuel.
Und der nächste. Sim hoch. Am Gegner vorbeisliden. Keine Chance. 11 Kills. Easy. Weil es, glaube ich, auch der erste vierte oder so, der wirklich sehr, sehr krasses Low-Level hatte. Er hüpft halt so richtig über die Map auch, ne? Das ist übel nice. Ja, die Reichweite ist actually nuts, oder? Oh. Hat auch wieder Stun gespielt. Hört mal bitte auf damit, ehrlich jetzt. 12 Kills, ey. Oh, shit. Oh, did Simon upload the bowling video? Oh, shit. Not for you. Nah, we filmed that like months ago, bro. That was lit, though. That was lit, though. That's dope he uploaded it, though. Not gonna lie. Not gonna lie. Dude, I'm gonna be honest, chat. I was actually, like, I feel like, I mean, I was super awkward and not good on camera that day. Bro, I said some funny-ass shit off camera and then I got on camera and I was nervous as hell, yo. I gotta get used to it. Findest du lustig, wie er so nebenbei bubbelt. Yeah, I feel like I wasn't that good that day. But all good. I had a good time and had some cool people and it's all practice at the end of the day, so. Ich hab nichts gesehen. See that guy. Oh mein Gott. Campt da mit Level 352, fass es nicht. Get me recon. Na, wo hat er denn? Einfach geradeaus. You're literally on camera all day, every day. Being in a YouTube video and being on stream is a lot different. The other thing is like being on camera with people you've never met before, and like, you know, I don't know. It's all a completely different experience. But even just filming a YouTube video over streaming, like streaming, I stream 12 hours a day. I'm just myself. You know what I mean? Like, it doesn't matter. So like, on YouTube, obviously it's different. Like it's like set filming. It's like, all right, now be funny. Yeah. For the next 30 seconds, and it's like. Er sagte gerade, dass ungewohnt ist, YouTube-Videos zu drehen. Like, dude, it just, vor allem mit anderen, bei anderen Leuten. It's just not normal. I don't know. It's tough. Er war bei irgendeinem Dreh und meinte, er hat sich da komisch verhalten, weil es ungewohnt war für ihn. Scheiß Opfer. Yeah, no. Shout out to Simon to get, let me come out. It was a lot of fun. Was? That was the day I met Benji as well. And then me and Benji ended up hanging out in Amsterdam, which was cool. Ah, müsste TwitchCon dann gewesen sein in Amsterdam. Apropos Amsterdam, ich habe gehört, dass irgendwie jetzt beschlossen wurde, dass CBD in Deutschland verboten wird. Ist das ein Ding jetzt wirklich? Weiß auch nicht, was da passiert ist. Irgendwie Verbraucherschutz oder so? Weil die Angst davor haben, dass man dadurch high wird, durch CBD. Anderes Thema, aber. Okay. Okay. Das Geld hier jetzt noch mit und dann wird er ihn so hier schön weg. Tschüss. Deadly Kitten, ja. 15 Kills. Den Ballon nimmt er nicht mit. Er bleibt irgendwie bei der Munibox immer. Interessant. Gut, weil er hier natürlich einen Ballon hat. Naja, ich sollte wirklich wieder meine Fresse halten. Komplett unnötig, einen Ballon zu usen, weil dann weiß auch die ganze Map, dass du einen benutzt hast. Wir machen jetzt 1 gegen 1 und er kann schön Third Party. Guck. Letzter lebender Spieler. Oh mein Gott. So schön zu Ende gespielt. Wahnsinn. Oh nö. Och nö. Oh my das goodness, ja the gunny sein. Was unreal. Nah, that's actually nuts, I'm not gonna lie. Keiner weiß. Leute, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Ja, schaut im 24er vorbei, würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt. Es gibt ein neues Video. Tschüss. In einem Loch könnte ich alles verlieren.